Thema ist zurück aus der Sommerpause und wir reden über den Dieselskandal, besser gesagt um den Dieselgipfel. Was dort passiert ist, die Reaktionen und die Ergebnisse, besser gesagt umgekehrt, das alles jetzt hier bei Thema. Ja, mehr Farbe im Spiel, mehr auch natürlich für uns zu tun. Herzlich willkommen zu der DERCHO TV Thema am heutigen Donnerstag, der 3. August 2017. Wir sind wieder da aus unserem neuen Studio, wieder mit vielen, vielen Themen aus dieser Woche. Wir beginnen mit dem Dieselskandal. Ja, was denn sonst? Es ist viel passiert in dieser Zeit. Eigentlich könnte man auch sagen, wir könnten die letzten 3 Wochen nochmal Revue passieren. Dafür hättet ihr auch einfach auf unsere Webseite gehen können, derchotv.de. Wir reden aber über ein bestimmtes Thema und das ist der Dieselskandal. Denn das Dieselauto bzw. der Diesel hat schlechte Zeiten vor sich. Klar ist auch, dass klar war ja auch schon seit langem, dass die Automobilkonzerne wie VW, wie Daimler und auch wie BMW selbstverständlich ihre Fahrzeuge mit Software manipuliert haben. Bei VW ist es ja rausgekommen vor ungefähr 2 Jahren und es hat einen riesen Trubel ausgelöst. Weswegen auch klar wurde, dass man langsam nachdenken müsste über erneuerbare Energien. Nun hat man sich gestern am Mittwoch sich in Berlin zusammengesetzt und hat über den Diesel gesprochen, in einem Dieselgipfel. Ja, ganz einfach so heißt er, denn viele sehen es auch wohl so, dass man sagen könnte, der Diesel hat eigentlich keine Zukunft mehr. Klar, Deutschland hinkt in Sachen Energie oder generell in erneuerbare Energie ein bisschen hinterher, denn auch wenn wir viel zahlen müssen, damit erneuerbare Energien sich überhaupt hier durchsetzen können, neben Gas, Kohle und Atomkraft, ist es auch beim Fahrzeug, beim Auto, besser so gesagt, dass es dort auch weit, dass die Entwicklung dort weit zurückliegt. Denn klar ist auch, dass die Automobilhersteller hybride Autos, sprich mit Elektro und natürlich Kraftstoff, aber auch nur mit Elektro, sprich halt E-Autos auf den Markt bringen sollen, doch die kosten Schweinegeld. Was ist denn eigentlich auf diesen Gipfel passiert? Man kann geradewegs nicht so viel sagen, dass auf dem Gipfel viel passiert ist. Klar ist es, es gab nämlich ein bestimmtes Ziel, Fahrverbote verhindern. Denn Anfang dieser Woche hat ja die Deutsche Umwelthilfe unter anderem nämlich gesagt, es ist ja ein Gerichtsurteil ja aufgehoben worden, dass ja in Stuttgart, in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs, unter anderem ja ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge herrschen sollte, was auch sehr, sehr bedeutend war für die Umwelt, aber auch für den Umweltschutz, muss man auch mal so sagen. Und trotzdem hat man sich gesagt, sowas kann eigentlich nicht kommen, ein komplettes Fahrverbot. Auch aus der SPD kommen die Stimmen, vorwiegend auch aus der CDU. Zu den Ergebnissen kommen wir jetzt gleich. Klar ist, Fahrverbote will man hier verhindern. Man hat sich dafür getroffen, die Industrie hat sich getroffen, die Autoindustrie, die Autobauer, aber auch Gewerkschaften und die Politiker sowie auch Regierungschefs aus den jeweiligen Bundesländern, wo natürlich die Autobauer ihren Sitz haben. Baden-Württemberg mit Mercedes, Bayern mit BMW und auch Niedersachsen mit VW, mit Volkswagen. Und auch der zuständige Minister für Verkehr, nämlich Alexander Dobrindt, der sowieso schon in den letzten Wochen auch in Kritik geraten ist, unter Druck geraten ist, weil ja auch das das Bundeskraftfahramt oder Bundeskraftfahrzeugamt, ich habe den genauen Namen jetzt nicht mehr da, nämlich wusste, dass unter anderem auch Porsche seine Werte manipuliert hat und das Kraftfahrbundesamt, so heißt es richtig, steht in der Fittiche vom Bundesverkehrsministerium. Nach diesem Gipfel hat sich Dobrindt auch sehr zufrieden gezeigt. Das erzielte Ergebnis sei richtig und gut gewesen, sagte er. Und befand nach dem Forum von Politik und Deutschlands größten Autobauern, die Basis mit der Branche sei eine sinnvolle, um die Emissionen in Deutschland rasch zu reduzieren. Das soll nämlich das Ziel auch sein. So soll es auch dann dazu kommen. Denn was ist jetzt nun beschlossen worden bei diesem Gipfel oder bei diesem Dieselgipfel? Und bei diesem Dieselgipfel ist auch Folgendes beschlossen worden, dass man halt sagt, dass 5,3 Millionen Fahrzeuge, vorwiegend die meisten von VW, nun
ein Software-Update für ihre Motoren bekommen. Vorwiegend, das muss man auch nochmal sagen, Euro 5 und Euro 6, die sollen nun sauberer werden. 300.000 sind unter anderem von BMW, 900.000 von Daimler, 3,8 Millionen von VW und der Rest Opel. Außerdem soll das Stickoxidausstoß soll um bis zu 30% reduziert werden. Und das sagten auch die Hersteller. Bundesumweltministerin Hendricks von der SPD bestand auch darauf, dass man diese 30% auch einhaltet. Die Autobauer versprechen auch, dass es für die Autobesitzer keine Mehrkosten geben sollte bei diesen Umrüsten. Denn das übernehmen die Autobauer aus eigener Tasche. So soll auch das Ganze auch weiterhin laufen. Außerdem wollen die Hersteller Besitzer von älteren Dieselfahrzeugen, wo ein Software-Update nicht möglich ist, also wo es überhaupt gar nicht möglich ist zu sagen, das können wir nicht aufrüsten, selbst nicht mal mit einem Rußpartikelfilter, also sprich Abgasgrenzwerten von Norm Euro 4 oder auch schlechter, sollen sie entweder auf neuere Diesel oder sogar auf E-Autos umsteigen. So soll es unter anderem mit einer Umweltprämie, das hat BMW angekündigt, nun klappen, im Wert von bis zu 2000 Euro sollen Kunden nämlich für ihren alten Diesel dann halt einen neuen bekommen, wie beispielsweise den BMW i3, einen Plug-in-Hybriden oder einen Dieselwagen mit Euro 6 Norm, der wenigstens dann noch mit aktueller Software drin ist und auch besser läuft. Außerdem haben die Politik und die Industrie einen Fonds gestartet mit nachhaltige Mobilität für die Stadt im Umfang von 1,5 Milliarden Euro. Mit dem Geld soll auch der Stadtverkehr in den 28 am stärksten betroffenen Regionen, nämlich da, wo es mit Feinstaub wirklich sehr schlimm ist, das sind eine Menge Städte, dann auch moderner und sauberer werden. Bund und Hersteller zahlen hier den gleichen Teil ein. Es sind 500 Millionen Euro, 250 kommen vom Bund und von den Ländern auch wahrscheinlich und auch dann halt 250 Millionen von den jeweiligen Autoherstellern. Außerdem stockt der Bund seine Förderprämie, seine Förderprogramme für den Umstieg auf Elektromobilität aus, bei Nutzfahrzeugen geradewegs und auch bei Bussen, um das natürlich auch beschleunigen zu können. Auch der Rad- und Schienenverkehr soll so vorangebracht werden, bedeutet, dass man, wenn man jetzt geradewegs Bahn fährt, auch hier ein bisschen umweltfreundlicher fährt. Ist eine gute Idee, kann man auch machen. Außerdem soll dieser Dieselgipfel, der jetzt gestern war, ein langwieriger Prozess, erst der Anfang eines langwierigen Prozesses sein. Ich habe mich darauf vorbereitet, das irgendwie auch ein bisschen aussprechen zu können. Und Expertenrunden sollen sich auch nun mit dem Thema Nachrüsten befassen und auch an den Motorteilen sich selbst mit dran befassen, bedeutet, ob man da halt auch etwas besser hinbekommen kann. Und das werden wir sehen, ob das überhaupt klappen wird oder halt auch nicht. Man ist zum Teil skeptisch gewesen, zum Teil ist man auch zufrieden gewesen mit diesen ganzen Ergebnissen halt dort, geradewegs vorwiegend auch aus politischer Sicht. So gab es vom bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Horst Seehofer eine zufriedene Meinung. Er ist äußerst zufrieden gewesen, einen bedachtlichen Fortschritt, sagte er. Und die deutschen Unternehmen hätten deutlich zu ihrer Verantwortung gestanden. Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident, das muss man ja mal sagen. Viele denken ja immer noch, er wäre ja nicht grün. Upsala, Entschuldigung. Jetzt habe ich meinen, so, damit es ein bisschen höher aussieht. Ich habe ja den Tisch eigentlich, beziehungsweise, so, jetzt passt es auch besser. Genau, der Stuhl war ein bisschen niedrig, aber was soll's. Winfried Kretschmer, da wollen wir zurückkehren, sprach von einem ordentlichen Ergebnis in der Sache. Ob seiner Partei gefällt, das wird man entsprechend auch sehen. Bundesumweltministerin Hendricks hingegen von der SPD ist skeptisch gewesen, was das angeht. Sie drängte dagegen auch auf weitere Maßnahmen, um die Luft halt auch in den Städten, wo es am meisten betroffen ist, auch besser zu verbessern, und die zugesagten Software-Updates seien nur eine erste schnelle Maßnahme, so die SPD-Politikerin. Ganz klar soll sie halt auch zur Schadstoffminderung beitragen. Sie sagte, bei der Stickoxidbelastung müsse eine durchschnittliche Minderungsrate von 30% erreicht werden, was ja auch beschlossen wurde, was man so sagen könnte. Und die möglichen technischen Umrüstungen sollen laut Hendricks in Expertengruppen auch weiter erörtert werden, also weiter auch sich beschäftigen, wie das wirklich gehen sollte. Und
Und auch von der anderen Seite, nicht von der Politik, sondern von der Automobilindustrie. VW-Chef Matthias Müller sagte aber allerdings, wir halten es für ausgeschlossen, Hardware-Nachrüstungen vorzunehmen. Also man versucht sich da anscheinend wieder ein bisschen schön zu reden, was diese ganze, was es dieser Sache angeht. Ob das auch wirklich klappen wird, man wird es sehen. Werden wir mal schauen. Klar ist, dass der Diesel auch geradewegs nicht mehr so beliebt ist wie vor wenigen Jahren. Klar ist auch, dass der Marktanteil deswegen bei Dieselfahrzeugen auch ordentlich zurückgegangen ist. So gibt es neue Berichte, auch durch die neuen Berichte über die Abgasmanipulation. Differenzen zwischen den Abgaswerten und auch entweder auf dem Prüfstand, entweder in der Prüfanlage oder halt auf dem realen Verkehr, sowie eine breite Debatte um die Fahrverbote für ältere Dieselmodelle haben dafür für Verunsicherung gesorgt. Und viele Städte haben halt damit zu kämpfen, dass dort sehr viele also sehr viele ältere Dieselfahrzeuge eigentlich vom Verkehr ausgeschlossen werden sollen. Und wahrscheinlich wird es wohl doch so kommen, dass einige Großstädte sagen, okay, für ältere Dieselfahrzeuge gibt es das halt nicht. Es gibt ja schon seit Jahren ja auch diese Umweltplaketten. Es gibt Rot, Gelb und Grün. Rot ist, ja, da dürft ihr schon nicht mehr rein. Gelb geht noch und Grün, ja, ihr seid gesund, so kann man das sagen. Aber ob es natürlich dem heutigen Stand dann auch noch so weitergehen wird, das können wir euch in diesem Moment auch nicht geradewegs so sagen. Weitere Reaktionen gab es dann auch von anderen, wie beispielsweise vom ADAC. Die haben die Ergebnisse als den ersten Schritt in die richtige Richtung bewertet. Also sprich, der Allgemeine Deutsche Automobilclub, der ADAC, war auch mit diesem Gipfel zufrieden, weil viele schon vorher wussten, es wurde auch schon vorher rumposaunt, dass man sagen wollte, ein Ergebnis ist dieser hier oder wenigstens ein Kompromiss. Es soll keine Fahrverbote geben. Das haben, wollten wohl anscheinend alle haben, nur halt die Umweltschützer, sie wollen halt ein Fahrverbot in diesen Städten. So muss man das halt auch sagen. Und auch, dass die Kosten von Millionen Dieselbesitzer nicht gerade, also dass die Dieselbesitzer nicht auf diesen Kosten sitzen sollen, wie beispielsweise bei den Software-Updates, ist es auch richtig. Umweltschützer fordern halt Fahrverbote, nur hier mit den Beschränkungen auf Software-Updates für Dieselautos sei die Politik jedoch vor der Industrie eingeknickt worden, kritisierte der Autofahrerverein in München. Und mit Hardware-Nachrüstungen ließe sich ja der Stickstoffausstoß nicht nur um 25%, sondern um bis zu 90% senken, versucht der ADAC weiterhin zu sagen. Und solche Umbauten an der Motor- und Abgasanlage gelten als deutlich teure Maßnahme. Also entweder will man halt, entweder wollen die Automobilmacher sagen, okay, wir knicken oder wir knicken nicht ein, sondern wir sagen, es wäre besser, wenn die halt ein neues Auto kaufen, um natürlich auch bessere Wirtschaftszahlen mal wieder zu beweisen. Oder, naja, man muss sich so sagen, ja, man bleibt dabei, aber dann darf man halt in gewissen Städten nicht mehr da fahren, wenn dann die Forderung der Umweltschützer kommt, nämlich mit einem Fahrverbot. Der ADAC-Vizepräsident Ulrich Klaus Becker, und ich habe den Namen auch richtig ausgesprochen, sieht halt das Potenzial, dass die Verflüssigung des Verkehrs auch noch diese Stickoxidbelastung immer noch vakant, denn auch neben den technischen Optimierungen an den Autos lässt sich damit auch am meisten erreichen, heißt es selbst. Ob er damit jetzt, was auch immer jetzt nun meint, dass das wirklich entsprechend besser ist, wenn man halt die Software reformiert bzw. updatet oder halt Fahrverbote setzt, was von den beiden Sachen halt besser ist, das wird man entsprechend dann noch sehen. Malu Dreyer, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, hat beim Dieselgipfel mit der Autobranche als ersten sehr wichtigen Schritt bezeichnet. Also hier sagt man auch die Politik immer wieder, dass das gut ist. Die Industrie habe gezeigt, dass sie auch erkennt, dass es jetzt dringlicher Handlungsbedarf besteht. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sprach ebenfalls von einem ersten echten Schritt, bevor beide hier hoben auch hervor, dass die deutschen Autohersteller die Kosten nun übernehmen sollten, was ja auch nun passieren wird und was auch richtig dazu laufen soll oder in die richtige Richtung geht. Andere Worte und auch kritische Worte kommen eher auch vom Deutschen Städtetag.
Die Präsidentin des Deutschen Städtetages Eva Lohse von der CDU sagte, nach dem Dieselgipfel hält, dass man, falls für die Grenzwerte weiterhin nicht eingehalten werden, ist zu befürchten, dass Gerichte für einzelne Städte Fahrverbote verlangen. Also bedeutet in diesem Sinne, in diesem Fall traut der Deutsche Städtetag halt den Autobauern immer noch nicht zu sagen, wenn ihr das wirklich nicht irgendwie besser hinbekommt, könnte es wirklich sein, dass bald mit euren irgendwelchen Dieselfahrzeugen halt ihr nicht mehr in die Städte dürft. Und das ist auch geradewegs nicht so toll. Der Bund für Umweltschutz und Naturschutz bezeichnet die Ergebnisse bei diesem Gipfel als unzureichend, würde aber auch bedeuten, dass sie natürlich auch für Fahrverbote in der Stadt bringen. Der Vorsitzende vom Bund für Umwelt- und Naturschutz, Hubert Weiger, sagte, mit der Entscheidung für reine Software-Updates, die nicht mal einmal verpflichtend sind wegen Fahrverbote, werden Fahrverbote unausweichlich. Bedeutet, hier sieht man das auch wirklich, dass die Fahrverbote kommen werden. Erneut haben sich auch die Autohersteller gegen die Interessen von Verbrauchern und Umweltschützern durchgesetzt. Heißt natürlich, klar, wir wollen halt nicht, dass unsere Wirtschaft halt den Boden verliert. Und das ist halt auch nicht geradewegs so berauschend. Greenpeace hingegen, die Umweltorganisation Greenpeace, da können wir auch noch was dazu sagen, die kritisierte diese Ergebnisse scharf. Statt Millionen Menschen vor Dieselabgasen zu schützen, legt die Bundesregierung heute einen sterbenden Motor unter das Sauerstoffzelt. Saubere Diesel sind den Konzern zu teuer und die Politik lässt es ihnen durchgehen. Aber man muss auch an dieser Stelle sagen, ohne dass es als Kommentar gewertet wird, die Politik hat sich sowieso nicht in den letzten Jahren darum gekümmert, dass es saubere Autos bzw. einen sauberen Diesel geben wird. Dieter Zetsche, der Vorstand von Daimler-Benz, die ja Mercedes-Benz ja bauen, hatte gesagt, wir setzen darauf, den Diesel zu verbessern, anstatt ihn zu verbieten. Aber sowieso ist auch klar, dass dieser Diesel auch eigentlich keine Zukunft mehr hat und man so langsam auch wirklich darüber nachdenken soll, mehr für die Elektromobilität zu tun. Aber viele sehen auch hier noch viele kritische Antworten, Fragen und auch Sachen, die halt nicht so toll sein sollen. Eure Meinung zu diesem Dieselgipfel, falls ihr es irgendwie zusammengefasst bekommen haben wolltet, so kann man das ungefähr mal beschreiben, könnt ihr in die Kommentare ablassen, entweder auf derchotv.de oder hier auf YouTube, je nachdem. Das Video seht ihr auf beiden Plattformen. Außerdem würde ich euch auch gerne fragen, reicht das überhaupt? Oder hat wirklich die Bundesregierung, was man ja schon so sehen kann, eingeknickt vor der Autoindustrie? Weil es geht halt um eins, schlicht um das Geld. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und wir sind damit auch schon wieder am Ende von derchotv Thema für heute. Wie ihr sehen könnt, wir sind immer noch mit der guten Zeit von knapp mindestens 15 Minuten und maximal 30 Minuten, mal auch ein bisschen mehr, wie immer mit dabei. Und es freut mich natürlich sehr, dass ihr wieder mit dabei geschaut habt. Jeden Donnerstag gibt es das Thema der Woche oder über ein Thema, über was wir reden müssen. Aber das wird ungefähr Mitte August ganz anders sein. Nach der Gamescom nämlich, da wird es ein Spezial, bis zur Bundestagswahl, so kann ich das sagen, Spezialausgaben von derchotv-Thema geben. Welche das sein werden, das könnt ihr euch wohl denken, denn bald ist es soweit mit der Bundestagswahl. Und dann geht es auch irgendwann los. Mehr Infos dazu wie immer auf unserer Internetseite derchotv.de. Damit sind wir nun am Ende dieser heutigen Ausgabe angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch, wie wir jetzt hier aussehen und wie wir jetzt hier moderieren. Sonst gerne weitere Vorschläge, wie immer auch per Mail, info@derchotv.de oder in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder zu Update Politik. Da wird der Dieselskandal wahrscheinlich auch noch ein Thema sein. Die Themen werden heute Abend vorbereitet. Außerdem, wir haben Instagram. Da könnt ihr auch natürlich reinschauen. Ein paar Blicke hinter die Kulissen, wichtige News und natürlich auch alles, was hier zusammengefasst wird, gibt es bei uns auf Instagram und vieles mehr. Derweil vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss, auf Wiedersehen.